Seit einigen Wochen überschlagen sich die Meldungen über einen Boykottaufruf, den das Bürgerforum Altenburger Land gegenüber öffentlichen Institutionen wie dem Lindenau-Museum und dem Theater Altenburg ausgerufen hatte. Dabei waren dem Boykottaufruf einige Ereignisse vorausgegangen, die es leider nicht in die tendenziöse Berichterstattung geschafft haben. Eine Chronologie der Ereignisse. Gebhard Berger, Augenoptiker und politischer Aktivist aus Altenburg, hat die Nase voll. Ob Euro-Rettung, der sich zuspitzende NATO-Russland-Konflikt oder auch die völlig planlose Einwanderungspolitik der Bundeskanzlerin. Berger ist einer derjenigen Bürger, die mit den aktuellen politischen Entwicklungen nicht mehr einverstanden sind und seinem Ärger Luft macht. Über Leserbriefe an das lokale Anzeigenblatt Kurier zum Beispiel. Mit scharfen Worten nutzte der Unternehmer das Medium, um seine Positionen, die sich zum Teil gegen die Politik der amtierenden Landrätin Michaele Seuger richteten, in die Öffentlichkeit zu bringen. Auch andere Bürger aus Altenburg nutzten das lokale Anzeigenblatt, um ihre Meinung über die aktuelle Politik zu veröffentlichen. In Bezug auf eine Lesermeinung eines Gastronoms aus Altenburg äußerte sich die Landrätin öffentlich auf Facebook wie folgt: Bin gespannt, ob der Kurier auch diesen Schwachsinn wieder abdruckt. Wenn ja, werde ich keine Anzeigen und keine PM mehr dorthin senden. Tatsächlich erhielt das Anzeigenblatt Kurier in den darauffolgenden Wochen keine Pressemitteilungen vom Lindenau-Museum mehr. In einem Beitrag in eigener Sache hieß es dazu im Kurier: Museum blockiert Pressearbeit. Seit der Veröffentlichung der Bergerbriefe im August dieses Jahres verweigert das Altenburger Lindenau-Museum die Zusammenarbeit mit dem Kurierverlag. Auf Nachfrage bei der zuständigen Pressestelle wurde dieser Zusammenhang bestätigt. Innerhalb einer kollektiven Beratung des Hauses unter Leitung der amtierenden Direktorin Sabine Hofmann wurde die Entscheidung gefällt, den Informationsfluss an den Kurierverlag aus dem Presseverteiler zu nehmen. Doch dem nicht genug. Im Zusammenhang mit einer vom Bürgerforum unterstützten Kompakt-Live-Veranstaltung am 22. Juni 2015 spielte sich im Verlagshaus Kurier Sonderbares ab. Nachdem für die Veranstaltung eine Werbeanzeige geschalten worden war, auf der das Titelbild des Kompaktmagazins abgebildet war, kündigte sich die Kriminalpolizei ohne Durchsuchungsbefehl im Kurierverlag an. Der Kurier schilderte den Sachverhalt so: Daraufhin bekam die Redaktion des Kurier Besuch von der Altenburger Kripo, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft gegen Verunglimpfung von hochrangigen Politikern ermitteln werde. Eine derartige Darstellung wie in der Ausgabe vom 11. Juni 2016 sei nicht hinnehmbar. Aufgrund dieser Vorkommnisse sah sich Berger veranlasst, das Netzwerk Farbe bekennen ins Leben zu rufen. Eine Initiative für das Recht auf Meinungsfreiheit. Dieses besteht aus 150 Arbeitern, Angestellten, Handwerkern, Geschäftsleuten, Ärzten, Künstlern aus dem Raum Altenburg, die es für dringend geboten halten, zu Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt zurückzukehren, sowie Diskriminierung Andersdenkender in die Verordnung von Leitmeinungen zu beenden. Die Initiative veröffentlichte mehrere Anzeigen im Kurier, in denen sich die Unterstützer dieses Netzwerkes mit ihrem Namen öffentlich für den Kampf gegen Denk- und Sprachverbote positionieren. Szenenwechsel. Im Oktober 2016 rief der Oberbürgermeister der Stadt Altenburg, Michael Wolf, zu einer Einwohnerversammlung im Altenburger Stadtteil Nord auf, nachdem die Osterländer Volkszeitung über die zunehmenden, von Flüchtlingen verursachten Lärm- und Müllbelästigungen im Wohngebiet berichtete. In jenem Stadtteil Altenburgs war es durch die unausgewogene Verteilungspolitik der Landrätin Michaele Seuger zu einer überproportional hohen Unterbringung von Flüchtlingen und den damit einhergehenden Problemen gekommen. Unter den rund 700 Anwesenden, die während der Einwohnerversammlung ihren Unmut über die Zustände in ihrem Stadtteil gegenüber der Landrätin Seuger bekundeten, befanden sich etwa 30 überwiegend dem Theaterspektrum zuzuordnende Befürworter von Seugers Politik. Diese waren weder Einwohner des betroffenen Stadtteils
Noch gingen sie überhaupt auf die Probleme, die in diesem Stadtteil herrschten, ein. Stattdessen befragten sie den Oberbürgermeister, was dieser gegen die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in der Stadt unternehmen wolle und ob er meine, dass diese Situation gut für den Standort Altenburg wäre. Tatsächlich fragte man sich, woher der Vorwurf kommt, in Altenburg würde die Fremdenfeindlichkeit zunehmen. Laut Recherche der Osterländer Volkszeitung ließen sich die Vorwürfe laut amtlicher Polizeistatistik nicht belegen. In der Angelegenheit drängt sich der Eindruck auf, dass den Einwohnern Altenburgs und den dort aktiven Kritikern der aktuellen Flüchtlingspolitik pauschal Fremdenfeindlichkeit vorgeworfen wird, ohne sich inhaltlich mit deren Positionen auseinanderzusetzen. Im Nachgang zur Einwohnerversammlung kritisierten zwei Schauspieler des Theaters Altenburg öffentlich mit Leserbriefen den Initiator Oberbürgermeister Wolf. Er fische am rechten Rand für seinen kommenden Wahlkampf und schüre hierdurch die Fremdenfeindlichkeit in Altenburg. Mit den Leserbriefen bekräftigten die Schauspieler ihre Fremdenfeindlichkeitsvorhalte gegen die berechtigten Belange der Einwohner. Abermals wurde also von Angestellten des Theaters pauschal ein Fremdenfeindlichkeitsszenario konstruiert, das sich, wie spätere Feststellungen zeigten, nicht verifizieren ließ. Die versuchte Einflussnahme durch Amtsträger auf die freie Presse sowie die einseitige Parteinahme der Theaterangestellten zugunsten der Politik Soikas, die pauschale Verurteilung aller Kritiker der Flüchtlingspolitik als Fremdenfeinde veranlasste Sigmüller anlässlich einer Demonstration des Bürgerforums Altenburger Land schließlich zu folgender Aussage. Wir haben es diese Woche bei der Bürgerversammlung in Altenburg Nord gesehen. Von den ca. 700 Anwesenden waren etwa 30 Befürworter der Landrätin zugegen. Davon waren ungefähr drei Viertel aus dem Theaterumfeld und wiederum davon wohnen drei Viertel nicht einmal im Kreis Altenburg. Diese Opportunisten gehen nicht für ihre Ideale auf die Straße, sondern für ihre Dienstherrin Soika, deren Lied sie singen, weil sie ihr Brot essen, also ausschließlich ihre Besitzstände wahren. Und diese Opportunisten, die ja nicht gerade zum produktiven Teil einer Volkswirtschaft gehören, grenzen euch als Fremdenfeinde, als Rassisten und Nazis aus. Dafür, dass sie ihr Einkommen aus den von euch erwirtschafteten Steuergeldern erwillfährigen. Ohne diese Opportunisten wäre Frau Soika diese Woche in Nord wohl praktisch alleine dagestanden. Und ich rufe euch alle auf, es nicht zuzulassen, dass diese 10% über das mitbestimmen, was in eurer Stadt passiert. Und ich rufe alle, die gegen diese Politik sind, dazu auf, diese Institutionen, das Theater in Altenburg und das Lindenau-Museum zu boykottieren und denen zu zeigen, dass die ohne euch alleine im Theater und im Museum sitzen werden. Grenzt sie auf dieselbe Weise aus, wie sie es mit euch tun. Veranlasst alle, die ihr kennt, diese beiden Institutionen zu boykottieren und zeigt ihnen, woher das Geld kommt, mit dem sie ihre Miete bezahlen. Einige Monate nach diesem Boykottaufruf kochten nun überregionale Medien das Thema wieder hoch, ohne die Zusammenhänge, die zu diesem Boykottaufruf führten, und ohne die Initiatoren zu den Motiven ihres Boykottaufrufs zu befragen, zeichneten Medien wie der Spiegel, die TAZ, die ARD Tagesthemen, MDR, Deutsche Presseagentur, Deutschlandfunk und Huffington Post mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten ein fremdenfeindliches Bild von der Stadt Altenburg. Das Bürgerforum Altenburger Land sei schuld an einer Zunahme der Fremdenfeindlichkeit, die laut offizieller Polizeistatistik in Altenburg gar nicht existiert. Mehr noch, mehrere Schauspieler am Theater würden nach Behauptungen des Altenburger Schauspieldirektors Stengele wegen fremdenfeindlicher Bepöbelung des Altenburger Ensembles sogar verlassen.
Auch diese Behauptungen ließen sich zu keinem Zeitpunkt verifizieren. So berichtete die OVZ in einem Artikel dazu: Bis heute ist unklar, was genau wo und wann vorgefallen ist. Die Betroffenen wollten sich nicht äußern, auch nicht gegenüber der Polizei. Es liege keine Strafanzeige vor. Auch auf wiederholte Nachfrage der OVZ im Theater hieß es, dass sich keiner der Betroffenen äußern möchte. Es wird berichtet, Stengeler habe eingeräumt, dass die drei Schauspieler möglicherweise geblieben wären, wenn er selbst nicht das Theater verlassen würde. Der Schauspieldirektor hatte sie nach Altenburg-Gera geholt. Stengeler hatte das Altenburger Theater also nach der Nichtverlängerung seines Vertrages ohnehin verlassen. Auch, dass die betroffenen Schauspieler ihre Verträge nicht verlängern werden und das Ensemble mit dem Direktor, der sie ursprünglich nach Altenburg geholt hatte, wieder verlassen würden, war schon lange vor den mutmaßlichen fremdenfeindlichen motivierten Pöbelvorwürfen bekannt. Dies bestätigte auch die Aussage aus einem Radiobericht MDR Kultur vom 17.02.2017, in dem es da heißt: Doch den Zirkus mit der Verlängerung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis wird Velko Tene nicht noch einmal durchlaufen. Zusammen mit einer griechischen und einer türkischen Kollegin verlässt er das Ensemble. Nicht so sehr wie von manchen Medien vorschnell interpretiert, wegen ostthüringischer Fremdenfeindlichkeit, eher wohl, weil Bernhard Stengele, der sie alle für einen multikulturellen Theatereinsatz engagiert hatte, am Ende der neuen Spielzeit zu neuen Ufern ausbricht. Inwieweit die dünne Faktenlage aus Behauptungen und Unterstellungen ausreicht, die komplette Stadt Altenburg als einen Hort fremdenfeindlichen Gedankengutes darzustellen, ist mehr als fraglich. Fremdenfeindlich motivierte Straftaten liegen bis dato jedenfalls nicht in einem größeren Umfang vor, als sie in jeder anderen Stadt Deutschlands vertreten wären. Angesichts der deutschlandweiten medialen Kampagne bleibt der Eindruck zurück, dass man das Bürgerforum Altenburger Land bewusst in das Spektrum von Rechtsradikalen, Fremdenfeinden und Rassisten zu rücken versucht, um deren sachliche Kritik an der herrschenden Politik als rechtsradikal zu stigmatisieren. Ob es das Bürgerforum Altenburger Land war, das dem Image der Stadt geschadet hat, oder ob es nicht vielmehr eine auf sehr fragwürdige Aussage fußende überregionale Berichterstattung gewesen ist, die Altenburg einen fremdenfeindlichen Anstrich verpasste, ist angesichts der dargestellten Zusammenhänge und Hintergründe eine entscheidende Frage, die wir gern den Zuschauer überlassen möchten. Fakt jedoch ist, dass die Kampagne dem Theaterdirektor Stengele Anlass genug war, sich anhand dieser Thematik zu profilieren und überregional in einem positiven Licht darzustellen. Inszenierte er doch angesichts des vom Theater selbst stammenden Fremdlichkeitsszenario das Stück Hauptmann von Köpenick, in dem der schwarze Schauspieler Velko Tene die Hauptrolle besetzt. Auch plant der Schauspieldirektor ein weiteres Stück mit einem jüdisch-palästinensischen Ensemble. In einem Interview mit MDR Kultur vom 17.02.2017 sagte Stengele wörtlich: Wir haben ja jetzt noch gleich eine Produktion mit einem israelischen Theater, das gleichermaßen Juden wie Palästinenser im Ensemble hat. Die kommen auch hierher und wir werden auch in Tel Aviv spielen. Also da haben wir nochmal so ein Ding vor uns ganz zum Ende der Spielzeit. Und das sind wirklich tolle Erfahrungen. Ich glaube, dass das eine Theaterform ist, die richtige ist. Für die jetzige Zeit. Überall vernetzt man sich, überall gibt es Globalisierung und so weiter. Und so möchte ich weiter Theater machen. Ich habe jetzt noch keinen Ort dafür, aber das ist etwas sehr Wichtiges, was ich hoffe, dass es nicht abbricht. Tolle Erfahrungen sind es also für Herrn Stengele. Wenn es die Absicht gewesen sein sollte, den eigenen geplanten Abgang in Altenburg mit einem größtmöglichen Nachhalleffekt für die eigene Karriere zu inszenieren, so ist dies in einem beachtlichen Umfang gelungen. Die mediale Aufmerksamkeit, die man mit dieser letzten Inszenierung erreicht hat, hätte größer nicht sein können.
Zum Nachteil der Stadt Altenburg allerdings, die nun völlig unbegründet als fremdenfeindliche Stadt gebrandmarkt ist und an diesem Schauspiel wohl noch einige Zeit zu kauen hat. Wie nützlich der mediale Hype für seine Karriere sein wird, wird sich noch zeigen. Andere Städte reiben sich bestimmt schon die Hände angesichts dieses Image-Zugewinns, den dieser Schauspieldirektor einer Stadt verpassen kann. Für Stengele bleibt jedoch nur zu hoffen, dass dieser Bericht bei zukünftigen Arbeitgebern nicht bekannt wird.